Gut, wann bist du hier überhaupt richtig? Meine Liebe, mein Lieber, ich glaube, wir haben auch Männer heute hier dabei. Wenn du schon viele Fort- und Weiterbildungen gemacht hast, vielleicht auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, Webinare angeschaut hast, Kurse besucht hast, Bücher gelesen hast oder vielleicht auch schon Seelenkommunikation oder Seelenchallenging gemacht hast, sowas gibt es ja auch, so die Seelenplan channeln zu lassen und kannst aufgrund dieser ganzen Dinge, die du da schon probiert hast und gemacht hast und umgesetzt hast, mehr oder weniger auch so ein ganz breites Spektrum an Dingen, an Kompetenzen und an Aufgaben schon abdecken. Mit anderen Worten, du hast eigentlich schon ganz viel unternommen, um Klarheit zu bekommen und dachtest vielleicht auch schon mal so, jetzt hast du einen Seelenplan. Jetzt habe ich das Gefühl, nicht mehr zu funktionieren, sondern wirklich zu leben. Und dann kommt doch irgendwann der Moment, wo du merkst, war's dann wohl doch nicht. Oder irgendwie läuft es nicht rund. Irgendwie fließt es dann doch nicht. Und du merkst, irgendwie kommst du wieder in etwa an dem Punkt an, wo du schon mal standest und denkst, ja, da war ich doch schon mal. Da wollte ich doch eigentlich nicht mehr hin. Ja? Warum kann ich das so gut beschreiben? Ich weiß, wie es dir da geht, weil es sind alles Dinge, die ich einfach selbst ja, erlebt habe, durchlebt habe, die letzten Jahre. Bin ja jetzt nur mal seit ja, 18 Jahren in der Richtung schon unterwegs, aber nicht von Anfang an mit genau der Klarheit, mit meiner Seele zu kommunizieren, was meinem Seelenplan wirklich entspricht. Das hat sich so 2015 erst herauskristallisiert. Warum? Warum erst 2015? Das werde ich dir nachher auch verraten. Warum ich so lange so ein bisschen darum geschippert bin und auch noch so lange im öffentlichen Dienst am Schreibtisch nebenbei gehockt hatte und so halb öffentlicher Dienst und halb ja mein Ding gemacht habe, meine Selbstständigkeit nebenberuflich. Okay, lass uns drüber sprechen, wie du jetzt beginnst, die leise Sprache deiner Seele zu verstehen. Und da wollen wir jetzt auch direkt einsteigen. Fange ich an. Schau mal. Wir sind Meister darin geworden, unsere Gefühle zu unterdrücken. Meister darin geworden, unsere Gefühle zu unterdrücken, und zwar insbesondere vor allem die Gefühle, die uns wirklich in die Kommunikation mit unserer Seele bringen. Damit du weißt, wovon ich spreche, was ich damit meine, ist, nehmen wir mal dieses klassische Beispiel Angst. Das habe ich meinen Kindern früher erzählt, unseren Kindern, als ich es nicht besser wusste. Was haben wir, was habe ich tausendfach früher gehört als Kind und du wahrscheinlich auch. Wenn du gesagt hast, abends, wenn es vielleicht darum ging, ins Bett zu gehen, schlafen zu gehen, im dunklen oder im halbdunklen Zimmer einzuschlafen. Mama, ich habe aber Angst. Ja? Oder andere Situationen, wo man gesagt hat, Mama, Papa, ich habe Angst. Was haben wir da gehört von Mama und Papa? Ich nehme mich nicht aus, habe ich meinen Kindern früher auch erzählt. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich bin doch da. Dir passiert doch nichts. Ist doch alles gut. So, was haben wir dann als Kinder gemacht? Wir haben versucht, irgendwie diese Angst nicht mehr wahrzunehmen, diese Angst zu unterdrücken. Wenn es abends darum ging, im Bett einzuschlafen, haben wir vielleicht die Decke über den Kopf gelegt, damit das Monster, das vielleicht unterm Bett hockt, uns doch nicht findet oder solche Dinge. Jeder hat ja da so seine eigene Art und Weise. Vielleicht ist es bei dir ja auch sogar so, das ist bei mir auch zum großen Teil so, dass du da so viele Dinge schon unterdrückt hast, dass du dich an die Zeit schon als Kind in der Zeit überhaupt nicht mehr daran erinnern kannst. Das hat nichts damit zu tun, dass unser Gehirn das nicht leisten kann, diese Rückerinnerung, sondern dass wir da so viele Schleier, so viele Mauern um uns gebaut haben, quasi fast schon so als Selbstschutz, als Überlebensschutz im übertragenen Sinne, dass wir uns deshalb schon gar nicht mehr viel, kaum, wenig an die Kindheit erinnern können. Weil Gefühle
wollen gefüllt werden. Und unsere Seele kommuniziert mit uns über diese leise Botschaften der Gefühle. Und da wir jetzt aber abertausende Mal gehört haben, bleib mal bei dem Beispiel Angst, du brauchst keine Angst zu haben und, sind wir immer mehr dazu übergegangen, unsere Gefühle wirklich zu unterdrücken. Das meine ich damit, wir sind Meister darin geworden, unsere Gefühle zu unterdrücken. Und das ist mit der Grund, warum es uns dann einfach jetzt als Erwachsene so schwer fällt oder oftmals so schwer fällt, wirklich diese leise Sprache der Seele wahrzunehmen, diese leisen Botschaften zu empfangen. Und nicht nur zu empfangen, sondern sie auch zu deuten, sie wahrzunehmen und ihnen dann der Seele, dem Herzen zu folgen. Weil dann kommen ja auch wieder Ängste auf. Dann haben wir so den Impuls, wenn wir es denn mal schaffen, die Botschaft wahrzunehmen, die Zeichen des Universums zu erkennen, des Höheren Selbst, der Seele, des Herzens, wie auch immer, dann kommen Ängste auf, die lähmen uns dann wieder, die halten uns wieder gefangen, oder aber unterhalten uns mit dem Umfeld drum darüber, du, ich hätte da die und die Idee, und das Umfeld agiert oder reagiert dann vielmehr auch aufgrund der eigenen Ängste, und schon sind wir wieder am Schneckenhaus zurück. Wenn man uns jetzt, nur mal damit es ein bisschen greifbarer für dich wird, dazu angeleitet hätte, Gefühle wahrzunehmen, uns gesagt hätte, hey, Liebes, wo hockt denn die Angst? Fühl die mal in deinem Körper. Wo hockt die Angst? Dann hätten wir sie vielleicht irgendwo lokalisieren können. Vielleicht hätten wir aber auch gemerkt, oh, die kann man gar nicht lokalisieren. Wenn ich sie lokalisieren will, ist sie plötzlich weg. Dann merke ich, ich brauche eigentlich gar keine Angst haben. Oder wenn es wirklich mit körperlichen Signalen einherging, hätten wir es wahrnehmen können. Und mit Anleitung von Mama und Papa, weil die Angst liebevoll in den Arm nehmen können. Und merken können, oh, die Angst, die ist jetzt einfach da. Ich nehme sie wahr, ich atme, nehme sie einfach wahr, sie darf jetzt da sein, dann lasse ich sie weiterziehen und dann schlafe ich ganz ruhig und zufrieden ein, weil ich weiß, ich bin jederzeit beschützt und. Nur mal so ein kleines Beispiel. Wenn man so uns angeleitet hätte, wie man das bis heute noch in den Urvölkern macht, da lernen die kleinen Kinder sowas. Als Kleinkind im Alter von 18 Monaten etwa bekommen die Kinder dabei gebracht, wenn deine Seele dir eine Botschaft schickt in Form eines Gefühles, dann gibt es nichts Wichtigeres, als sich zurückzuziehen, diese leise Botschaft wahrzunehmen, zu erkennen und ihm zu folgen, deinem Herzen zu folgen, deinen Weg zu gehen, das Ding zu machen, warum du hier bist, deine Lebensaufgabe zu erkennen. Ja? So, welche Auswirkungen hat das bis jetzt ins Erwachsenenalter, dass wir so Meister darin geworden sind, diese Gefühle zu unterdrücken? Da ist so viel unterdrückte Angst in uns, dass das fast überläuft, dass die Angst uns so lähmt, uns davon abhält, wirklich unser Potenzial zu leben, dass wir uns überhaupt nichts mehr trauen, wenig Zutrauen haben, ganz, ganz viel Zweifeln an uns selbst, ganz, ganz viel in der Armut sind, im Sinne von arm an Mut zu sein. Trotzdem, dass so eine leise Stimme da ist und sagt, hey, das ist nicht dein Weg. Das ist nicht dein Weg, und wir spüren das auch irgendwo. Ich komme auch jetzt gleich noch auf die Signale, die die Seele uns da schickt, damit du das auch mal greifen kannst jetzt, damit du das mal wahrnehmen kannst und für dich dann auch einfach mal erkennen kannst. Ja, genau so ist es. Ich kenne das alles nur von mir. Und das ist auch, das bringt es auch auf den Punkt, wenn du schon länger hier in unserer Community bist, hast du den Satz von mir bestimmt schon mal gehört, hinter der größten Angst steckt das größte Potenzial, dein größtes Potenzial. Das ans Tageslicht will, das sich entfalten will, deine Gaben, deine Stärken, deine Einzigartigkeit, die verbirgt sich hinter dieser größten Angst. Und du meinst, damit du das mal ein bisschen besser greifen kannst, was ich damit meine, erzähle ich dir jetzt mal so
ein paar Dinge, also aus meinem Leben, ich bin ziemlich sicher, da gibt es so vieles, mit denen du dich da auch identifizieren kannst, weil die Seele kommuniziert über verschiedene Bereiche dann mit uns unter anderem. Die schickt uns Botschaften, weil wir es ja nicht gelernt haben, so diese leise Sprache zu verstehen. Eine der Botschaften sind körperliche Signale. Körperliche Signale in Form von, ich nenne es jetzt gerne Disharmonien im fortgeschrittenen Bereich, können das auch schon wirkliche Krankheitsbilder sind, also was die klassische Medizin als Krankheit bezeichnet. Lass uns einfach das Ganze mal als Disharmonie, weil es ist ja nichts anderes als eine Disharmonie in unserem Sein, wenn im Körper etwas nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Bei mir war das, ich habe mich in meiner Haut nicht wohl gefühlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte phasenweise Neurodermitis. Ich habe mir nachts die Oberarme blutig gekratzt unter der Bettdecke. Magenschmerzen gab es bei mir schon so, ja, mit 16, 17, 18 fing das ganz heftig an, wo ich immer phasenweise auch ganz heftige Magenschleimhautentzündungen hatte. Schulter-Nackensyndrom, so das Klassische. Wenn du nicht gerade den ganzen Tag, ich nenne es jetzt mal ein bisschen heftig, Kohlensäcke mit dir rumschleppst, dann hat unser Körper im Grunde genommen gar keinen Grund, Schulter-Nackenverspannungen zu haben. Selbst wenn du den ganzen Tag viel am Schreibtisch hockst, viel am Computer hockst, wenn das absolut dein Ding ist, hat dein Körper dir keinen Grund, Schulter-Nackenprobleme, also diese Verspannungen zu schicken. Letzten Endes sind es alles Botschaften von der Seele. Es gibt so dieses schöne Sprichwort, geh du vor, sagte die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht. Und da sagt der Körper, ich werde krank werden, dann wird er, damit bin ich früher gemeint gewesen, du jetzt als Mensch gemeint, dann wird er auf dich hören. Und ich sitze ja heute zum Beispiel phasenweise, wenn ich neue Programme entwickle und solche Dinge, ich sitze ja auch noch relativ viel manchmal am Computer. Ich habe trotzdem keine Schulter-Nackenprobleme mehr. Im Gegensatz zu früher, als ich am Schreibtisch im öffentlichen Dienst gehockt habe und mich den ganzen Tag gefragt hatte, was mache ich hier? Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und damals hatte ich sogar noch einen Bürostuhl, der ergonomisch da irgendwie noch zum Schreibtisch in Höhe und allem gepasst hat, was ich jetzt hier, jetzt sitze ich ja auf einem ganz normalen Stuhl überhaupt nicht habe. Ja? Oder Knieprobleme. Die Knie, die stehen für das Fortschreiten, für das Gehen im Leben, aber auch Fußprobleme sind auch Dinge, die meine Seele mir zwischenzeitlich immer mal wieder geschickt hatte. Das sind alles Botschaften der Seele, was ich auch mal phasenweise hatte, fällt mir gerade ein. Augenschmerzen, wenn ich mit dem Auto unterwegs war, ich musste es manchmal in dieser Phase gefühlt oft wirklich rechts ranfahren, musste einfach die Augen zumachen, weil es so viele Dinge in meinem Leben gab, die ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht sehen wollte. Die Augen zumachen. Ich habe es trotzdem damals nicht erkannt, weil ich um diese Dinge, über die wir jetzt sprechen, die ich dir jetzt heute mit an Hand gebe, damals nichts wusste. So eine Ahnung hatte, aber es nicht wirklich deuten musste. So, das sind so jetzt mal so ein paar Beispiele heraus. Gefiltert, wie die Seele über den Körper mit uns schickt. Und mal noch ein ganz, ganz krasses Beispiel, dass meine Seele mir dann, als ich mich schon ein bisschen mehr auf diesen Weg begeben hatte, aber noch nicht wirklich auf meinem Herzensweg, meinen Seelenplan, meine Lebensaufgabe wirklich angenommen hatte und wirklich auch den Mut hatte, sie zu leben. Da gehörte bei mir dann damals unter anderem auch dazu, wirklich zu sagen, hey, dafür gehe ich jetzt. Ich kündige auch. Und hör auf, mir die Geschichte zu erzählen. Noch ein paar Jahre, dann gehst du in Rente und dann fängt dein Leben an. Das ist wirklich Bullshit. Das Leben findet jetzt statt. Dein Leben findet jetzt statt, in diesem Augenblick. Das Gestern ist vorbei. Die Zukunft ist das, auf dich wartet. Ja? Das ist die Zeit, die auf dich wartet. Und ich will dich jetzt nicht dazu animieren, deine Stelle aufzugeben oder deine Selbstständigkeit, wenn es jetzt so rund läuft, total da in den Boden zu stampfen, sondern es gilt so das eine Ding, was dich ausmacht,
worauf deine Seele dich aufmerksam machen möchte. Das gilt es herauszufinden. Und das gilt es nochmal ans Tageslicht zu bringen und all deine Talenten und Fähigkeiten, die du ja hast. Ich glaube, die meisten hier in der Gruppe, weil du ja auch in meiner Gruppe hier bist, in meiner Community, ticken genauso wie ich, dass ganz vielseitige Interessen da sind. Und man schon deshalb auch gar nicht weiß, ja, das ist das eine Ding, was mich wirklich ausmacht, und dann alle anderen Talente und Fähigkeiten mit reinpacken, sodass das zu einem wunderbaren Ganzen auch geformt wird. Ja? So, körperliche Signale 1, da bin ich jetzt ein bisschen abgewichen, weil mir das gerade eingefallen ist. Meine Seele hat mir mal ganz klar auch signalisiert, wenn du so weiter dahin krebst wie bisher, und wir können da wirklich unserer deutschen Sprache so, so viel entnehmen. Wenn du weiter so dahin krebst wie bisher, dann gibt es irgendwann auch noch die Diagnose Krebs. Ich bin der Meinung, jegliche Disharmonie ist veränderbar, ist heilbar. Alles kann wieder in Ordnung gebracht werden. In eine systemische Ordnung, in eine heilsame Ordnung. Nur dass diese Stimme, die da irgendwie da war, die hat mir gesagt, naja, mit dieser Diagnose wollte ich mich dann nicht unbedingt auseinandersetzen. Das war unter anderem für mich der Motor, wirklich in eine andere Richtung zu gehen. Und mir auch dann wirklich auch die Anleitung dazu zu holen. Denn das, mal zwischendrin, Klammer auf, Klammer zu, kleine Info an dich, ist eine der größten Fehler, die ich rückblickend gemacht habe, zu meinem Weg gehörte es dazu, musst du aber nicht mir nachmachen. Ich habe es viel zu lange alleine versucht hinzukriegen und da geguckt und da geguckt und da geguckt. Statt mir wirklich früher jemanden zu holen, der mir den Weg zeigt, da stehe ich, da will ich hin und da ist das Navi dazu. Weil das ist genau das, was ich mit den wunderbaren Menschen, in erster Linie Frauen, ab und zu sind auch ein paar Männer dabei, die ich in der Akademie begleiten darf, da abholen, wo du gerade stehst, und wirklich dahin bringen zu deinem Seelenplan, damit du da eben auch, ja, durchstarten kannst. Also, das jetzt mal zu den körperlichen Signalen. Jetzt schau mal, welche körperlichen Signale, du musst die jetzt nicht großartig deuten, einfach nur mal wahrnehmen, welche körperlichen Signale schickt deine Seele dir jetzt schon über deinen Körper, um dich aufmerksam zu machen. Hey, bitte korrigiere, bitte geh in diese Richtung, in die Richtung deines Herzens weiter. Ja? Was bei mir auch recht früh angefangen hatte, waren so das Thema Depression. Heute würde man es als Burnout bezeichnen. Bei mir kannte man den Begriff damals noch nicht. Man hat mir einfach eine Depression diagnostiziert. Oder wie oft hatte ich schlaflose Nächte, wo ich mir manchmal den Kopf drüber zermartert hatte. Das kann ja das Leben sein, warum ich mal hierher gekommen bin, dass ich da gerade lebe. Ne? Also nachts aufgewacht und gedacht, schlaflose Nächte gehabt. Und das sind Dinge, die einen dann nicht immer so ständig oftmals begleiten, sondern immer mal poppt das auf, dann poppt das auf. Schau einfach mal, wo, in welchem Bereich findest du dich jetzt wieder? Wo hast du so die Ja-Effekte? Schreib mal auch gerne mal ins Kommentarfeld rein, ob du da jetzt dich auch irgendwo so abgeholt fühlst und sagst, ja, genau, so ist es bei mir, so ähnlich. Hallo lieber Uwe, guten Morgen. Hallo liebe Heike, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. So, also das sind Signale, Disharmonien auf der körperlichen Ebene. Unsere Seele ist aber mit dem Universum auch schon mal sehr, sehr, sehr kreativ unterwegs. Und das war so zu der Zeit, wo ich schon so ein bisschen in der Richtung oder schon recht viel in der Richtung eigentlich schon unterwegs war und schon wusste, meine Seele, mein Herz wollen eigentlich, dass ich wirklich eine Korrektur mache. Dass ich aufhöre, den Brotjob, den ich da mache, mir schön zu reden und zu sagen, okay, damit hast du jetzt ein sicheres Einkommen und dann machst du nebenbei deine Selbstständigkeit. Damals hatte ich die Mentalgesundheitspraxis Kraftquelle selbst mit klassischen
Praxisräumen, wo ich Einzelsitzungen gegeben hatte, aber auch Seminare, Wochenendseminare, aber auch so 2-3 Tage Coachings gemacht hatte, weil die Menschen oftmals von weit her zu mir gekommen sind. Und wenn jemand 800 Kilometer anreist, die waren dann auch zusätzlich auch 2-3 Tage, hatten VIP-Tage dann eben auch bei mir, wo wir miteinander gearbeitet haben. Und diese Situation, die hatte ich mir so, so schön geredet, geht ja doch eigentlich gut und ja. Und da war das Universum mit der Seele wirklich total kreativ und da ging es mir wirklich 3-mal so. Einmal kam ich aus dem Urlaub zurück ins Büro. Meine damalige Kollegin hatte Urlaub. Ich war sonst immer diejenige, der ziemlich spät erst im Büro erschienen ist, also brauchte ich meinen Büroschlüssel nie. Komm in den Flur, war früh an, will den Schlüssel in die Tür reinstecken, in die Bürotür. Nicht einen Millimeter ging dieser Schlüssel in die Tür rein. Erster Gedanke war, wir haben in der Zwischenzeit, vielleicht war 3 Wochen in Urlaub, warum auch immer, Schloss ausgetauscht. Der nächste Gedanke, das ging so miteinander einher, war, das hier ist jetzt ein absolutes Indiz vom Universum, weil du kennst das vielleicht, wenn du Urlaub hattest, so die letzten 2-3 Urlaubstage denkst du schon mit Grimmen, mit Bauchgrimmen so ein bisschen, oh, Montag muss ich wieder los. Vielleicht kennst du auch so dieses mulmige Gefühl, Sonntagabend überhaupt, unabhängig vom Urlaub, dass du schon an den Montag denkst und denkst, oh, jo, ne? Du weißt, was ich meine. Ich kenne das ja auch noch alles von früher. So, und dann weiß ich noch, wie ich da ins Erdgeschoss bin, um den Hausmeister dann zu erreichen. Und der Hausmeister kam, hat versucht, den Schlüssel reinzustecken. Und er ging wirklich keinen Millimeter ins Schloss rein, guckte den Schlüssel an, guckte mich an, hat den Code, der da drauf stand, verglichen, hat alles gepasst, hat den Schlüssel gedreht und gewendet, ob er irgendwie verbogen ist oder was. Nix, Schlüssel hat nicht gepasst. Das war 2-mal in meinem damaligen Büro, so 2 Jahre aufeinander. Ich wusste ganz genau, das ist jetzt wirklich die Botschaft vom Universum, von meiner Seele, von meinem Herzen. Hey, hör dir auf, hab Vertrauen und geh deinen Weg, den Weg deines Herzens. Aber ich hatte nicht den Mut. Und das Gleiche ist mir auch mal in unserem Haus im Saarland in der Tat passiert, wo auch da der Schlüssel nicht mehr gepasst hat. Weil ich damals schon immer mehr den Wunsch in mir hatte, freier zu leben. Mit meinem wunderbaren Mann, wir sind seit 25 Jahren zusammen, haben 2 wunderbare, inzwischen erwachsene Kinder. Unsere Tochter ist ja auch mit ihrem Freund gerade hier. Das war nicht so, dass ich mich da total unwohl gefühlt hatte, aber ich wollte mit der Familie, ich wollte die Welt entdecken, ich wollte den Kindern die Welt zeigen, ich wollte mich an den Orten auf der Welt dort aufhalten, wo es mir gerade gefällt und nicht immer nur da 1 oder 2 Mal im Jahr irgendwo hinfahren, sondern dann, wenn es mir passt, wie es jetzt die letzten Tage wohl in Deutschland schönes Wetter war und jetzt regnet es, ist wieder kalt, also diese Temperaturschwankungen. Und wenn das dann mal länger geht, ich weiß noch, wie ich da im Wohnzimmer gestanden habe und rausgeguckt habe und zu meinem Mann gesagt habe, hey, ich wünsche mir, dass ich jetzt dann sagen kann, hey Schatz, die nächsten 10 Tage haben sie so Wetter gemeldet, lass uns einfach irgendwohin ins Warme fliegen. Und dann einfach Kinder fragen, wer kommt mit? Fertig. Ja? Dieses Leben, das wollte ich. Und da hat auch das Universum mir die Botschaft geschickt, weil der Schlüssel dann irgendwann mal immer in die Haustür passte. Also, schau mal bei dir, sei mal ehrlich zu dir, wir nehmen auch gleich Kontakt zu deiner Seele auf. Wo schickt und auf welche Art und Weise kannst du jetzt schon mal aufgrund meiner Beispiele wahrnehmen, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, wie viele Botschaften schickt das Universum, deine Seele, dein Herz dir schon, um dich zu bitten, korrigiere. Das läuft doch da nicht rund. Bitte pack jetzt deinen Seelenplan auf. Bitte erkenne mal die leise Sprache und korrigiere mal deinen Weg. Wie viele Chancen hattest du da auch schon in der Vergangenheit?
wo du vielleicht schon mit Menschen im Gespräch warst, die dir gesagt haben, so wie ich dir jetzt sage, ich nehme dich an die Hand, hol dich da ab, wo du jetzt stehst, lass uns gemeinsam 4 Wochen oder 4 Monate den Weg gehen, damit du da mal in dem Leben ankommst, wo du wirklich hin willst, deinen Seelenplan lebst, deine Lebensaufgabe erkannt hast und daraus auch deinen Seelenberuf kreiert, damit es mal rund läuft. Damit du auch mal in dem Leben ankommst, wo du wirklich ankommen möchtest und aufhörst, dir Geschichten zu erzählen, dass etwas nicht geht. Wie oft, wenn du zurückblickst und auch da ehrlich bist, und sorry auch für diese Ehrlichkeit, ich will dir damit bitte auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen einreden, ich möchte dich nur wachrütteln, weil ich das nur zu gut von mir kenne. Ich hatte schon so viele vorhergehende Chancen, aber ich hatte sie nicht wahrgenommen. Zu meinem Weg gehörte es dazu. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Deshalb nur, du musst nicht auch noch die nächsten Jahre so eine Odyssee haben und suchen. Weil aus der Vergangenheit an Verletzungen, an Schleiern und tralala, was da so über uns liegt, diese Mauer, diese unsichtbare Mauer, die wir aufgebaut haben, ist alles zu verändern. Und gerade jetzt, wo wir im Wassermann-Zeitalter, ich nenne es jetzt mal spirituell, angekommen sind, da geht es viel, viel schneller. Früher habe ich Aufstellungsarbeit gemacht und da nochmal und da nochmal und da nochmal. Zack, 2 Stunden ist das Gröbste gelöst. Weg fühlst du dich frei von einer Tonnenlast. Das ist jetzt nicht mein Sprachjargon. Das ist das, was mein Gegenüber mir immer sagt. Nach so 2 Stunden Start mit mir, um den Seelenplan zu entdecken. Ja? Und auch jetzt hat das Universum ja agiert und hat dich hierher geschickt. Nimm diese Botschaft an, nimm sie auf. Du kannst jetzt und heute auch hier die Entscheidung treffen, jetzt geht es weiter in die Richtung. Und ich habe ebenso von den Geschichten gesprochen, die wir uns immer erzählen, dass es uns ja doch besser geht noch als vielen anderen da draußen und. Wenn wir uns zurückversetzen, kleine Kinder, 3-, 4-jährige Kinder, du, ich und heute die Kinder. Was machen die denn? Die erzählen sich keine Geschichten, dass etwas nicht geht. Die machen einfach. Stell dir mal vor, wir alle, was wären wir ohne diese Geschichten, die man uns übergestülpt hat und die wir uns bis heute erzählen und die wir glauben. Also fühl dich mal eingeladen, all diese Geschichten, die du dir bis jetzt noch erzählst, dass du nicht gut genug bist, dass du es nicht kannst, dass du an dir zweifelst, dass du wenig Selbstbewusstsein hast, Selbstvertrauen, dass das Leben eine harte Schule ist, dass du kein Geld hast, was auch immer. Magst du das jetzt mal bitte alles wegschicken an den Absender, da wo es hingehört. Du musst auch noch gar nicht wissen, wie. Einfach weg. Und dann atme mal ein und aus. Atme mal ein und aus, tief ein und aus. Wow. Vielleicht kannst du spüren, dass es dir da schon mal für einen Moment ein bisschen besser geht. Okay? So. Ich glaube, das ist jetzt auch mal eine ganz gute Zeit, dich dazu einzuladen, jetzt auch wirklich mal Kontakt zu deiner Seele, zu deiner Botschaft, zu deinem Herzen aufzunehmen. Ich gucke mal gerade, ob noch Kommentare da sind. Fragen, die es zu beantworten gibt. Ich sehe hier keine. Okay, gut, dann machen wir das jetzt. Dann nehmen wir jetzt mal Kontakt zu deiner Seele auf, du für dich, zu deinem Herzen. Und da würde ich dich jetzt dazu einladen, mal eine entspannte Position einzunehmen, mal deine Augen zu schließen und mal 2-, 3-mal für dich auszuatmen. Mach dich mal leer, atme aus. Lass dich in deinen Körper sinken. Lass die Schultern sinken. Nimm mal die Sitzfläche wahr, auf der du hockst, die trägt. Füße gerne nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich, die uns nährt und trägt. Beobachte deinen Atemstrom. Stell dir auch gerne mal vor, wie du dich über deinen physischen Körper hinaus ausbreitest, so dein unendlich großes, wahres Wesen, das du im Kern bist.
Du bist in deinem wahren Kern ein unendlich großes Wesen. Du bist nicht dein Körper. Du hast einen Körper. Aber du bist nicht dein Körper. Die Augen bleiben weiterhin geschlossen. Atmen. Stell dir jetzt einfach vor, wie du dich ausdehnst über deinen Körper hinaus, nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten. Atmen. Und jetzt lade ich dich ein, deinen Atemstrom mal in deinen Brustbereich, in die Mitte deiner Brust zu lenken und gerne auch deine Hände mal in diesen Bereich, da wo dein Herz hockt, da wo dein Herzchakra sitzt, in der Mitte deiner Brust aufzulegen. Und fühl mal, wie der Atemstrom da ein- und ausströmt. Richte deine Aufmerksamkeit jetzt auf die Mitte deiner Brust. Die Augen sind geschlossen. Nimm mal so dein Herzzentrum wahr und stell dir vor, wie du jetzt zu diesem Punkt ein- und ausatmest. Stell dir einfach vor, wie es wäre, wenn jetzt über diesen Bereich, über dein Herzzentrum, da wo dein Herz, deine Seele hockt, deine tiefe innere Weisheit, wie dein Atemstrom da ein- und ausströmt. Und fühl dich auch eingeladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass es jetzt weiter nichts zu tun gibt, als einfach nur da zu sein in diesem Augenblick. Einfach fühlen, dich fallen lassen in deine Mitte. Und spür mal jetzt, wie es ist, so Kontakt jetzt zu deiner Seele aufzunehmen. Atmen im Bauch. Und um diese Verbindung zu allem, was ist, wir sind ja immer mit allem verbunden, was ist, jetzt noch ein bisschen mehr zu forcieren, um es mal so auszudrücken, fühl dich auch eingeladen, mal dir vorzustellen, wie jetzt so in der Mitte von deinem Herzzentrum so eine Lichtkugel entsteht. Aus rosafarbenem Licht. Diese Kugel jetzt ganz klein entsteht und du kannst sie auch gerne immer größer werden lassen. Atemzug für Atemzug größer werden lassen. Diese rosafarbene Lichtkugel jetzt auch mal gerne ans Universum raussenden. Du kannst auch gerne, wenn dir danach zumute ist, deine Arme öffnen jetzt und dir vorstellen, wie du diese Kugel da raus ganz groß werden lässt, ans Universum auch aussendest. Wunderbar. Deine Hände dann gerne nochmal auf dein Herzzentrum legst, nochmal atmest. Und spür mal, wie gut das jetzt tut, bei dir zu sein, in deiner Mitte zu sein. Wie fühlst du dich jetzt so, mit deiner Seele verbunden zu sein, mit deiner inneren Weisheit? Und jetzt lade ich dich ein, dir mal vorzustellen, wie es wäre, du jetzt so mit deinem Herzen, mit deiner Seele kommunizieren könntest. Atme ganz ruhig und bewusst. Vielleicht kannst du Liebe und Geborgenheit spüren. Vielleicht kannst du dich auch getragen fühlen. Nimm mal diese Emotionen wahr, wie es jetzt so ist, mit dir zu sein. In dieser Energie, in dieser Herzensenergie zu sein, in diesem bewussten Seinzustand zu sein. Vielleicht breitet sich Frieden aus, wenn du dir so selbst gewahr bist, wenn du so zentriert bist.
Und dann stell dir vor, wie es wäre, wenn du jetzt eine Botschaft deiner Seele empfängst. Was möchte sie dir sagen? Was möchte deine Seele dir jetzt sagen? Vielleicht kommt ein Gefühl, vielleicht kommt ein Gedanke auf, vielleicht kommt auch ein ganzer Satz auf, vielleicht fühlst du dich einfach nur wohl. Vielleicht kommt auch eine klare Botschaft. Hab keinen Anspruch darauf, wie jetzt etwas zu sein hat. Vielleicht schmerzt auch gerade dein Körper an irgendeiner Stelle. Dann nimm auch das mal wahr und frag mal, was verbirgt sich dahinter? Welche Botschaft verbirgt sich dahinter? Und öffne dich jetzt mal der Botschaft, die deine Seele dir schickt. Erlaub dir, diese Botschaft zu empfangen. Wunderbar. Sehr gut. Und dann nimm noch mal ein, zwei tiefe Atemzüge ein- und ausatmen. Komm noch mal zurück ins Alltagsbewusstsein. Öffne noch mal deine Augen. Und schreib mir doch jetzt gerne mal ins Kommentarfeld rein, für dich selbst, für mich. Können wir auch gerne dann mal deuten noch, wenn du noch Fragen hast. Aber auch, indem du es ins Kommentarfeld reinschreibst, sendest du diese Botschaft auch raus ans Universum. Es ist ja alles eine Form von Energie. Alles ist eine Form von Energie, was wir als feste Materie sehen, auch dein Körper, auch du bist ein Energiewesen. Wenn du es jetzt auch hier ins Kommentarfeld schreibst und teilst, sendest du es auch auf dem Weg ans Universum, sodass noch mehr von den Energien da andocken können und nochmal zu dir zurückfließen können, dass du noch mehr davon haben kannst. Okay? Also, was hast du für Erfahrungen gemacht? Schreib es doch gerne rein. Ich hoffe, ich kann es hier sehen. Ich schaue mal, ob ich am Computer noch gucken kann, bevor wir dann weitergehen. Wir hinken auch ein bisschen hinterher, die Übertragung. Die braucht immer ein bisschen, sind ein bisschen Zeit versetzt, deshalb braucht es auch immer ein bisschen länger, bis ich die Kommentare sehe. Ich schaue mal. Okay. Gut. Ich schaue nachher nochmal rein. So. Auf diese Art und Weise kannst du die Botschaften deiner Seele wahrnehmen. Und wo wir vorhin drüber gesprochen haben, schau mal, wie viele Botschaften deine Seele dir schon geschickt hat, bis eben noch. Und wie wäre es, wenn du deiner Seele, deinem Herzen jetzt versprichst, künftig für sie da zu sein und auf diese Botschaften lauschst, sodass sie dir künftig weniger Botschaften zu schicken braucht, weil du auf sie lauschst. Weil sobald ich mir wirklich die Anleitung geholt hatte, meine Aufgabe zu erkennen und die Quintessenz herausgefunden habe. Und das kannst du auch. Deshalb bist du hier. Deshalb bist du auch hier in der Community. Stell dir mal vor, wir beide verbringen jetzt viel, viel mehr Zeit miteinander, so intensiv, wie du es jetzt vielleicht auch gerade gelebt hast. Und das darf noch intensiver sein, sodass du ständig oder zumindest viel, viel mehr zu 90%, sage ich jetzt mal, so in Kontakt mit dir selbst bist. Diese Energie deiner Seele, deines wahren, ja, um es spirituell auszudrücken, nochmal göttlichen Kernes wahrzunehmen und dann auch den Mut hast, der zu folgen, aufhörst zu zweifeln, nicht alleine bist, sondern gleich auch die Hilfe hast, wenn der Zweifler nochmal einsetzt, wenn du auf die Idee kommst, zu denken, ich kann das nicht. Stell dir das mal vor, was das alles verändern würde.
Weil, das habe ich eingangs ja auch schon erwähnt, solange du überlegst, andere Menschen fragst, ist das jetzt wirklich die Botschaft meiner Seele? Ist das wirklich mein Ding? Und dich immer so im Kreis drehst oder auch, ja, wir machen manchmal die Meinung von anderen so signifikant, dass wir dann auch aufgrund dessen schon zweifeln, ist das jetzt überhaupt die Botschaft meiner Seele? Ich habe klar den Impuls, in die Richtung zu gehen, aber was ist es jetzt wirklich? Der und der hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert, hat mir das jetzt gerade erzählt oder ich habe doch schon so vieles probiert, sind ja auch alles so Geschichten, die wir uns da erzählen. Es ist jetzt zu spät oder keine Ahnung. Oder andere sagen, gerade in der jetzigen Zeit, ja, in der jetzigen besonderen Zeit, halte dein Geld zusammen, investiere auf keinen Fall jetzt in dich. Wer weiß, die Zeiten noch werden und, und. Also das, was man so alles uns da so erzählt, was ich auch nur zu gut kenne, wie wäre es, wenn es für dich keine Seelenkrisenzeiten, egal wer da draußen eine Krise hervorruft, gäbe, sondern du immer wirklich mit deiner Seele so in Kontakt bist, dein Ding machst. Weil dann kann es fließen, dann bist du wirklich im Fluss des Lebens angekommen. Dann liebst du dein Ding. Und das Universum, das Leben meint es gut mit dir. Das stellt dir auch immer die finanziellen Mittel, die du brauchst, um dir ein Leben wirklich nach deinem Standard zu erschaffen, zur Verfügung. Da sind wir so an diesem Punkt, wo viele sagen, und gerade im spirituellen Bereich, nee, ich brauche ja nicht viel Geld. Es geht nicht darum, viel Geld zu haben, sondern es geht darum, dass du dir dein Leben so erschaffst, wie es deinem Lebensplan, wie es deiner Seelenaufgabe, wie es deiner Lebensaufgabe entspricht, dass du dann auch die Energien in dein Leben fließen lässt, die du dazu brauchst, und sei es auch Geldenergie. Und da bist auch du dein eigener Maßstab. Wenn das 5.000 im Monat sind, sind es 5.000. Wenn es 50.000 im Monat sind, dann dürfen es auch 50.000 sein, weil du vielleicht den Gedanken hast, ich will ganz viel weiter fließen lassen und viele gute Projekte hier ins Leben rufen, um wirklich was zu hinterlassen auf dieser Welt hier. Dazu brauchst du halt ein bisschen mehr Geldenergie. Geld ist ja da, wie alles an Energie ja da ist. Nur solange wir es uns nicht erlauben, diese Energien in unser Leben zu lassen und wirklich auch diese Seele, diese Seelensprache zu erkennen, zu deuten und ihr zu folgen, funktioniert das natürlich nicht. Du willst das ja ändern, deshalb bist du hier. Und jetzt schau mal nochmal, wie ging es dir eben, als du so im Kontakt mit dir warst, mit deiner Seele im Kontakt warst? Jetzt stell dir mal vor, du triffst jetzt die Entscheidung, in diese Energien ganz, ganz viel in der Zukunft einzutauchen, da zu bleiben, da zu überwiegen zu sein und wirklich dann in weniger als einem halben Jahr deinen Seelenberuf auch zu leben. Und das, was du bislang beruflich machst, sei es, wenn du noch angestellt bist, dir wirklich deine Lebensaufgabe nebenbei kreierst und so erschaffst, dass du dann sagst, okay, wie ich ja auch mal, ich fahre weiter zweigleisig oder ich habe das alles auf so einem stabilen Fundament gestellt, weil das geht absolut, dass du damit ein viel, viel sicheres Einkommen auch noch dir erwirtschaften, erarbeiten, kreieren kannst, als das, was du dir jetzt noch an Möglichkeiten vorstellst. Oder wenn du schon selbstständig bist und es läuft einfach nicht so rund, dass du die Quintessenz deiner selbst jetzt herausfindest, das deinem Leben hinzufügst, deiner Selbstständigkeit und dann dein eigenes Ding machst mit all deinen Talenten und Fähigkeiten, sodass nichts von dir auf der Strecke bleibt. Was würde das alles verändern in deinem Leben? Wie würdest du dann leben? Wo würdest du dann leben? Wie würdest du mit deiner Familie leben?
Und da gilt es jetzt, diesen Impuls, den du jetzt gerade hast, den ersten Impuls wirklich zu folgen. Das ist so ein Ding, unsere Seele, die schickt uns immer Impulse in Form von Ideen, Gedanken, Gefühlen, so wie wir es eben ja schon gemacht haben. Und der erste Impuls, der kommt, das ist der Impuls, der aus deinem Herzen, aus der Seele kommt. Alles, was daran dann wieder folgt, ist das, wo der Kopf einsetzt, der Denker, der Verstand uns wieder anfängt, irgendwelche Dinge zu erzählen. Ja, das ist mir jetzt zu viel, ich habe keine Zeit dafür, ich probiere es mal nochmal doch lieber alleine eine Runde und solche Dinge. Kennst du wahrscheinlich irgendwie auf die eigene Art und Weise, wie dein Denker dann im nächsten Moment einsetzt. Bitte wisse, der erste Impuls, der kommt, die Sprache deiner Seele, das ist das, wo es hingehen darf. Alles, was später kommt, das sind Dinge, wo der Kopf wieder einsetzt und an Geschichten anknüpft. Und jetzt fühl mal hinein, wie wäre es, wenn du jetzt diesen ersten Impuls folgst, wie es ist, wenn du jetzt die Klarheit zu deinem Seelenplan bekommst. Wenn du beispielsweise, wie fühlt es sich an, in 4 Wochen Klarheit hast, das entspricht meiner Lebensaufgabe, das ist mein Ding, das zu einem wunderbaren, runden Ganzen geformt ist. Wie fühlt sich das an? Macht das weit? Bringt das so, ja, so eine Weite mit sich? Ich spreche ganz speziell von einer Weite oder macht es zu? Das auf und du dir jetzt vorstellst, wie es ist, in 4 Wochen wirklich Klarheit zu haben, ganz viel von dieser Energie zu haben, sodass die an deiner Seite immer ist, so wie wir es eben gemacht haben, mach das auf. Wie wäre es, diesem Impuls jetzt zu folgen? Weil das ist jetzt für dich möglich. Du kannst jetzt die Entscheidung treffen, wirklich in 4 Wochen deinen Seelenplan klar in der Tasche zu haben, schriftlich, und dann auch noch in weiteren 3 Monaten deinen Seelenberuf daraus zu kreieren. Und zwar unabhängig, ob du schon selbstständig bist oder nicht. In der Selbstständigkeit fügen wir die Dinge, die dich zusätzlich ausmachen, die wirklich deinem Seelenplan entsprechen, hinzu. Und ansonsten, wenn du noch keine Ahnung davon hast, auch da kannst du dann einen Seelenberuf daraus kreieren. Und das Ganze, mein öffentlicher Dienst, 30 Jahre, du kannst dir vorstellen, wie sehr ich da auf eine gewisse Sicherheit auch bedacht war, dass ich ein monatlich sicheres Einkommen auch habe. Und das geht auch für dich. Und wenn du da durchstarten jetzt, nicht, wenn du sagst, ja, das fühlt sich jetzt wirklich weit an, ich kann das wahrnehmen, meine Seele kommuniziert so klar jetzt mit mir, die mir sagt, mach das, hab bitte Klarheit, hör auf, diese Schleifen zu drehen, hör auf, dich im Kreis zu drehen. Bitte, lieber Mensch, liebes Menschlein, schaff jetzt mal Klarheit, dass du in 4 Wochen weißt, ganz klar, was ist die Quintessenz deiner selbst, was entspricht wirklich deiner Lebensaufgabe. Und das alles reinpackst, was dich zusätzlich ausmacht, sodass das zu einem wunderbaren Ganzen geformt ist. Dann melde dich jetzt an. Hol dir jetzt dieses Navigationssystem. Die nächste Runde startet offiziell am 17. August. Das sind 2 Wochen montags. Wenn du dich aber diese Woche hier entscheidest, dann hast du noch einen Bonus-Live-Call mit mir dabei. Nächste Woche Montag. Da starten wir dann schon. Was darfst du dafür tun? Du schreibst mir eine E-Mail. irmgardbronder@t-online.de oder hier eine persönliche PN und schreibst da bitte rein, ja, ich will. Und wenn du jetzt am 10. August schon durchstarten möchtest, mit mir ganz viel in dieser wunderbaren Community an Energie tanken möchtest, sodass du sofort auch das, was wir eben gemacht haben, wirklich halten kannst, immer mehr Klarheit bekommst, immer mehr es dir wie Schuppen von den Augen fällt, dann bekommst du
die Kontodaten auf, wo du 2000 Euro überweist. Das ist dein Invest. Also das Invest liegt zwischen 2.000 und 7.000 Euro. Aber um jetzt am Montag zu starten und 4 Wochen absolut schriftlich deinen Seelenplan in der Tasche zu haben, kommst du diesen Call noch mit dazu. Eine Woche startest du früher schon und hast dann in 4 Wochen deinen Seelenplan schriftlich in der Tasche. Dazu bitte PN an mich oder eben eine E-Mail mit dem Betreff Ja, ich will an irmgardbronder@t-online.de oder schreib hier auch ins Kommentarfeld rein Ja, ich will, dann wird jemand aus dem Team mit dir Kontakt aufnehmen. Und dann starten wir beide durch. Dann hast du die Klarheit in 4 Wochen. Und wenn du möchtest, begleite ich dich auch über einen Zeitrahmen von 4 Monaten, sodass wir da deinen Seelenberuf auch noch daraus erschaffen. Und dann sprechen wir von einem Invest von 7.000 Euro. Und ich habe eben ja schon erwähnt, ich habe viele, viele Jahre immer mal wieder, wieso, ja, ich habe mich immer so gesehen, rückblickend auf so einem See gehockt, Boot rumgeschippert, da geguckt, da geguckt, da geguckt, da war eigentlich das rettende Ufer. Aber das Navigationssystem hat mir gefehlt. Und diesen Fehler habe ich so lange gemacht, dass ich mich nicht habe an die Hand nehmen lassen, um wirklich von A nach B auf dem schnellsten Weg zu kommen. Das ist das Navigationssystem, das du von mir bekommst. Und da, wenn du möchtest, Montag, 10. August, durchstarten, wenn du noch diesen Bonus-Live-Call mit mir haben möchtest. Ansonsten eine Woche später, am 10. August. Dazu, wenn dein Kopf, dein Verstand, dein Denker, warum auch immer, noch viel zu viel jetzt auch Fragen hat, zweifelt und. Dann bewirb dich erstmal, dann bekommst du auch noch einen Anruf von jemandem aus meinem Team. Und da sprechen wir nochmal, wenn du doch dennoch unsicher bist. Den Link findest du jetzt auch im Kommentarfeld. Dann bewirb dich und dann sprechen wir nochmal im Detail, was für dich wirklich am besten in Frage kommt. 4 Wochen, was am sinnvollsten für dich ist. 4 Wochen Seelenplan in der Tasche. Und du hast dann diese Klarheit, weil du aufgrund bisheriger Erfahrungen und schon von deinem Lebenslauf bislang schon dann genau weißt, wie du daraus deinen Seelenberuf kreierst. Oder wir ja, arbeiten 4 Wochen oder wirken 4 Wochen. Arbeit ist das nicht. Du wirst ganz viel Freude dabei haben. Wirken 4 Monate gemeinsam, sodass du auch deinen Seelenberuf noch am Start hast. Okay? Weil das eine Ding ist, das ist mir gestern nochmal im Gespräch hier innerhalb der Feminine, wo wir so ein Thema hatten, nochmal bewusst geworden, was ich dir jetzt gerne mit auf den Weg gebe. Diese Variante, wenn ich beispielsweise, ich würde jetzt noch gerne was als ein Hirnfutter mit auf den Weg geben, weil vielleicht bist du genau wie ich so sehr verstandesmäßig bis eben noch orientiert. Deshalb spreche ich immer gerne so von Hirnfutter. Es gibt so gewisse Grundgesetze im Leben und deshalb funktioniert auch dieses Wenn, dann nicht. Also wenn ich, ja, mal das Beispiel auch hier jetzt diese Wohnungen, das alles auf Zypern. Wenn ich erstmal, keine Ahnung, Summe X sicher auf dem Konto habe, dann treffe ich erst die Entscheidung, Firmen umzusiedeln nach Zypern und hier zu leben und hier Wohnungen zu gründen. Das funktioniert nicht. Wie oft hast du in deinem bisherigen Leben schon gedacht, wenn das ist, dann dann. Wenn das ist, dann mache ich das. Das funktioniert nicht. Du darfst dich jetzt dafür entscheiden, in die Richtung geht's, und dann erfolgt alles andere auch, weil das ist so ein Grundgesetz. Materie folgt immer dem Geist. Umgekehrt ist das nicht möglich. Materie folgt immer dem Geist. Immer ist erst zuerst der Impuls da, der Gedanke, die Idee. Wie bei einem Samenkorn, das du in die Erde pflanzt, dass du wässerst, dass du hegst und pflegst. Und dann kann die Pflanze daraus entstehen. Da zweifeln wir ja auch nicht dran. Und so ist das jetzt hier auch.
fühl dich dazu eingeladen, dich davon zu verabschieden, zu denken, wenn dann, sondern folge dem ersten Impuls. Folge dem ersten Impuls. Alles, was danach kommt, das ist der Denker, der an Geschichten anknüpft. Materie folgt immer dem Geist. Umgekehrt, das ist ein unumstößliches Naturgesetz, ist das nicht möglich. Und das ist auch das eine Ding, was wir als Basis machen, wenn wir gemeinsam durchstarten. Du beginnst erstmal stabil in eine andere Richtung zu denken, sodass die Materie auch da folgen kann. Und dann, wie du so bei dir dann angekommen bist, zentriert in deiner Mitte bist, aus dieser Ebene heraus, da gibt es dann was schriftlich zu machen und daraus wird dir dann klar mit meiner Unterstützung, das genau ist mein Ding, das ist meine Seelenaufgabe, das ist mein Lebensplan. Und da gehört natürlich dann nochmal ganz viel Mindset-Arbeit, wie man das so schön sagt, dazu. Du lernst, in Resultaten zu denken. Du lernst, wie du immer verbunden bist. Du lernst wirklich, deine Botschaft daraus in die Welt zu tragen, die du mitgebracht hast hierher. Okay? Also, du findest den Link im Kommentarfeld. Entweder schreib eine E-Mail. Ja, ich will. Dann starten wir zwei am kommenden Montag schon durch, 19 Uhr abends, haben tagsüber noch einen Call zusammen, den verabreden wir noch individuell. Oder wenn du noch ein bisschen mehr Ehrenfutter brauchst und noch nicht sicher bist, einen Monat oder doch 4 Monate und mit dem Invest 2.000-7.000 dann noch ein bisschen haderst, dann bewirb dich um Platz in der Akademie und dann sprechen wir noch mal kurz miteinander und klären ab, was genau das Ding ist, was dir am besten hilft. Okay, Bettina hat noch geschrieben, neues Umfeld. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Bettina, den du damit reinbringst. Neues Umfeld. Wir sind immer so der Durchschnitt von den 5 Personen, mit denen wir uns umgeben. Und solange wir in diesem Umfeld drin bleiben, bleiben wir auch stecken, kommen wir da nicht raus oder kostet es noch viel, viel mehr Energie, da rauszukommen, sein eigenes Ding zu machen, sich wirklich ein Leben nach dem eigenen Standard zu erschaffen. Und bitte, da geht es nicht darum, jemandem aus dem Umfeld zu sagen, ich will mit dir jetzt nichts mehr zu tun haben, sondern es geht darum, bewusst mehr und mehr sich auch energetisch in das Umfeld von den Menschen hineinzugeben, die dort sind, wo du hin willst, sodass du in diese Energie noch abtauchen kannst. Und dann wirst du merken, wie gut dir das tut. Du wirst merken, wie viele Ideen, Aspekten und Möglichkeiten, was für eine neue Welt sich dir da quasi im wahrsten Sinne des Wortes offenbart, wie viele neue Ideen und Impulse du von außen bekommst, die du dann auf deine Art und Weise auch mit Unterstützung umsetzen kannst, damit das Ding funktioniert. Dann wirst du merken, das ist wie so ein sanfter Übergang, kommen immer mehr von den Menschen, die dort sind, wo du hin willst, die wirklich inspirierend sind für dich, die dich wirklich dabei begleiten, die schon dort sind, wo du hin willst, in dein Leben. Das ist wie so ein sanfter Übergang. Du wirst dann automatisch dein Umfeld so ändern. Und es werden, ja, vielleicht der ein oder andere auch mehr oder weniger ganz, ganz viel aus deinem Leben verschwinden. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber weniger sichtbar sein, sagen wir es mal so. Aber dafür werden ganz, ganz viele Menschen in dein Leben kommen, die deine wahre Größe sehen, die dich darin bestärken, die dir helfen, wirklich in die Richtung dauerhaft zu gehen, dich inspirieren, dich befruchten und ja, der Horizont sich öffnet und du ganz, ganz viele Türe und Tore siehst, durch die du weitergehen kannst, weil das ist letzten Endes das Leben. Weiterentwicklung, sodass es
Schritt für Schritt bergauf geht und nicht immer so. Ja? Und die Seele dann auch keinen oder kaum noch einen Grund hat, dir Botschaften zu schicken, in Form von Disharmonien, wie wir eingangs drüber gesprochen haben. Also, triff jetzt eine Entscheidung, schreib mir eine E-Mail oder eine PN, ja, ich will. Dann startest du schon am kommenden Montag, 10. August, mit mir durch. Wir haben noch einen Einzelcall, wir zwei, und dann geht es in der Akademie, in einer wunderbaren Community weiter. Auch mit individueller Bekleidung durch mich. Wir sind da auch eng miteinander verbunden. Also ich nehme dich da ganz individuell, Schritt für Schritt an Hand, begleite dich, weil ich hole dich da ab, wo du jetzt stehst, und wir gehen gemeinsam dahin, wo du auch hin willst. Oder wenn du noch so viel Hirnfutter brauchst, noch ein bisschen mehr Hirnfutter brauchst, dann klick auf den Link zum Bewerbungsformular. Und da schauen wir nochmal näher hin, wo du gerade stehst, und schaffen dann Klarheit, was ist wirklich das Richtige für dich. 4 Wochen absolute Klarheit, Seelenplan, und dann weißt du genau, was du noch hinzufügen musst, damit es rund läuft. Oder wir treffen die Entscheidung, dass ich dich 4 Monate begleite, und danach hast du dann mit der Unterstützung von mir und meinem großartigen Team deinen Seelenberuf kreiert und hast dir deine Welt so erschaffen, wie sie dir gefällt, nach deinem Standard, nach deinem Herzen, so diese Pippi-Langstrumpf-Mentalität, wie ich sie gerne nenne. Okay, meine Liebe, danke für dein Sein, dass du hier warst. Mach dir nochmal bewusst, dazu lade ich dich ein, was für eine wunderbare Persönlichkeit du in deinem Kern bist, was für eine einzigartige Persönlichkeit du bist, was für wunderbare Gaben und Stärken, was für ein Potenzial in dir verborgen ist, die Quintessenz deiner selbst, die zu entdecken, das gilt es, und das zu einem wunderbaren Ganzen zusammenzufügen, sodass du auch zurückblickst und sagst, ja, wie das bei mir auch mal war, hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe noch die Kurve gekriegt und habe mir, für mich, für meine Familie wirklich noch das Leben erschaffen, wie ich es wollte, und habe noch einen Mehrwert erschaffen, habe meine Botschaft in die Welt getragen und habe ja wirklich was bewirkt, im Sinne von, ich habe gewirkt im Hinblick auf Selbstverwirklichung, und mein Herz und meine Seele hüpfen vor Freude. Okay? Ganz liebe Umarmung, hab noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Ich freue mich auf die Begleitung, auf unsere gemeinsame Zeit, die wir weiter hier verbringen. Bis dann. Ciao.